Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS22XL Farm Reaction. Es ist die Folge 14 und Hülseernte abgeschlossen, Drescher wachsen. Drescher wachsen? Waschen. Ich kann nicht mal lesen, okay. Ja, Daumen hoch und let's go. Nicht lange labern. Rein da. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 22. Und leider soll ich auch zur letzten Folge vor dem großen Silageverkauf. Und ich habe mir die ganze Aktion mittlerweile mal im Kopf durchgerechnet. Viel Geld. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann wird der Verkauf wirklich bombastisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was bei der ganzen Aktion rumkommen wird. Was ich persönlich glaube, das werde ich euch nachher noch erzählen. Vorher müssen wir allerdings noch ein bisschen arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Gerade mit dem Drescher auf dem Hirsefeld unterwegs. Und bevor wir das machen, muss ich nochmal schnell in den Wetterbericht gucken, denn es droht Ungemach. Die Frage ist nur, wann Ungemach droht. Deswegen gucken wir mal schnell. 16 Uhr. Okay, das passt noch. Wir müssen nämlich noch hier fertig ernten. Machen wir direkt wieder runter. Zack, und dann machen wir die ganze Geschichte auch an. Wir müssen hier noch Hirse fertig ernten. Das sind noch so ein, zwei Bahnen, die wir noch erledigen müssen. Und dann müssen wir das Feld heute an diesem Ingame-Tag auch noch bestellen. Und das mache ich ungern bei Regen. Also kann man vielleicht ungern, echt ungern, ja. Machen, aber macht sich immer doof auch für die Videos. Vor 16 Uhr mit allem fertig werden. Und ich habe auch im Hof so ein paar Kleinigkeiten geändert seit der letzten Folge. Habe also nicht nur hier ein bisschen geerntet, sondern auch am Hof noch, ja, man kann sagen, ein bisschen umgebaut, ein bisschen umgestaltet. Aber das sind nur marginale Veränderungen. Aber ich dachte mir, so langsam wird es auch Zeit für so ein bisschen Optik auf dem Hof. Deswegen dachte ich mir, Optik. Mach ich mal den Picasso und setz da ein paar Blumenbeete und sowas hin. Aber es ist wirklich nur, also ich hätte gern mehr gemacht, denn ich habe ein tolles Modpack gefunden. Was, man das werde ich auch los? Irgendwann noch einbauen, das werde ich noch alles umsetzen. Also das ist ein bisschen so. Aber dafür, ihr seht es oben rechts, fehlte ein bisschen das Geld. Das alte Thema. Aber immerhin, ich glaube, ich konnte meine Kreditraten zahlen. Ich muss es gleich nochmal kurz zeigen und dann könnt ihr das selbst mal untersuchen. Aber ich glaube, ich habe im Juli bezahlt, im August bezahlt und im September bezahlt. Aber wie gesagt, können wir gleich nochmal schnell überprüfen. Es kann aber auch sein, dass ich schon im Juni hätte zahlen müssen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau und dann eine Kreditrate ausgefallen ist. Naja, gut. Ich habe mir natürlich auch eure Kommentare durchgelesen und ihr hattet echt gute Ideen und viele gute Tipps. Also da muss ich sagen, Chapeau. So viel Frechheit habe ich mich nie getraut an den Tag zu legen. Warum die Frechheit aber vielleicht ganz gut ist an manchen Punkten, auch das können wir uns später nochmal anschauen, wenn wir auf dem Hof sind und unsere Maschinen wechseln. Erstmal möchte ich allerdings hier noch das letzte Stück hier mitnehmen und hier sieht man noch so ein bisschen Tritt. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Mist, ich dachte, ich kriege das noch alles in den Drescher rein. Wir müssen einmal schnell hier das Feld 39 auswählen und dann gucken wir mal, ob der sich auf den Weg macht. Machen wir das Rohr raus. Den Modus hier können wir mal ausmachen. Und das sieht gut aus. Der Kollege übernimmt. Konnte keine Werkstatt finden. Ah ja. Ah, komm. Bisschen schneller. Keine Zeit. Der fleißige Landwirt hier, wa? Komm. Nie oder Zeit. So. Wenn jetzt gleich da ist, dann laden wir nochmal schnell über, dann mache ich hier den Rest fertig und dann gucken wir uns mal die Statistiken an. Denn auch bei der Hirse ist einiges rumgekommen. Ich weiß jetzt selbst natürlich noch nicht, wie viel insgesamt. Ich meine, wir hatten vor der Ernte hier 70 oder 80.000 Liter im Silo. Müsste ich selbst nochmal die Folgen gucken, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, auch nicht. Aber ich glaube, wir sehen das auch in der Übersicht. Ne? Schauen wir uns gleich mal an. Erstmal machen wir hier noch fertig. Aber ich dachte mir, in den letzten Folgen hatten wir so viele Zeitraffer. Und in der nächsten Folge wird es ja auch schon wieder einen Zeitraffer geben mit dem großen Silageverkauf. Ich traue mich nämlich nicht, das Offscreen zu machen, denn wenn ich immer so viel Geld verdiene, das glaubt mir kein Mensch ohne Videobeweis. Deswegen Videobeweis. Oh nee, der vorher. Ja. Ich dachte mir allerdings, es gab so viele Zeitraffer, da verzichte ich heute mal auf einen und habe deswegen ein bisschen vorgearbeitet. So. Naja. Oh, jetzt fährt er erstmal noch zum Hof. Du ahnst es nicht. Jetzt muss ich den Kram hier auch wieder anmachen. Sonst gibt das nichts. So, Kollege, was ist das jetzt? Was machen wir jetzt hier? Ringelpiez mit anfassen.
ganz großes Kino. Der Praktikant. Dafür zahlen wir so viel Geld. Ich überlege, ob ich die Autodrive-Kosten auf Null stelle. Das ist zwar reichlich unrealistisch, aber ich finde das selbst auf 50% noch echt teuer. Also ich meine, was soll das für ein Helfer sein, der 300 Euro die Stunde verdient? Also ist jetzt auch nicht übertrieben, ne? Ich glaube, das ist sogar noch wesentlich mehr. Das ist ja fast pro Sekunde 1 Euro. Muss man natürlich auch noch die Maschinen mit einrechnen, aber ich glaube, ich werde es ausstellen. Bis jetzt habe ich immer artig und fleißig gezahlt, aber ich glaube, je mehr Helfer wir haben werden, desto teurer wird es natürlich auch. Und ich glaube, ich würde es auch ausstellen an seiner Stelle. Deaktivieren. Ja, weil's muss ich mir mal überlegen. Irgendwann nicht mehr gut wird. Da zahlst du mehr Geld als für alles andere. Der ist jetzt komplett weggefahren. Kaufst du den neuen Drescher, sagst, ach, so teuer ist er ja gar nicht. Scheiße, ich habe kein Geld mehr. Schon über 1 Million für die Helferkosten ausgegeben. Wenn du nachher so Maschinen hast, sag ich mal 6-7 Maschinen damit betreibst, dann kommt er nachher gut hin. Na, vielen Dank auch. Heute läuft das hier. Heute läuft das richtig. Wir können aber vielleicht schon mal das Schneidwerk dann gleich abhängen. Und dann fahren wir auf den Hof. Kommt er schon zurück? Ne, ist noch auf dem Weg. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie abfahren können. Dann kann ich, sobald ich hier mit dem Dreschen fertig bin, kann ich den ja auch selbst übernehmen. Aber ich werde jetzt schon mal das Schneidwerk auf den Schneidwerkswagen hängen. Und dann schon mal alles für die Abfahrt zurück vorbereiten. Denn ich möchte hier auf jeden Fall auf dem Feld, wie gesagt, noch mit dem Grubbern anfangen und dann auch schon die Saatmaschine hinterher schicken. Ich kann euch schon mal erklären, was hier mein Plan ist. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also zumindest in der Realität nicht. Denn der eigentliche Sinn hinterm Grubbern ist, dass das, was da jetzt oben drauf ist, direkt als Dünger wieder genutzt wird. Das heißt, ihr grubbert das unter, dann verfault es und wird als Dünger genutzt. Wenn das aber schon die Saat drin ist, hat das sozusagen keine Zeit zu verfaulen und direkt in die Erde mit eingemischt zu werden, weil es dann ja einfach so bleibt und nicht nochmal umgemischt wird beim Säen. Weil beim Säen wird ja alles umgemischt. So, you know. Sobald wir vorne am Schneidwerkswagen sind und dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, das ist kein schlechter Plan. Hoffe ich. Aber ich habe auch große Hoffnung bei den Zuckerrüben. Also wenn das alles zu Zucker verarbeitet wird, das wird ein bisschen dauern, das weiß ich. Aber ich glaube, das wird richtig reincashen. Danach haben wir hoffentlich nie wieder Geldsorgen. Nie wieder unter 5-stellig auf dem Konto. Das ist mein Plan. Muss ich aber selbst lachen. So, dreckig geworden ist hier unser Drescher. Wa? Nicht der Turion, nicht der Lexion, ja. Rion. Dann klären wir den hier schon mal vor. Ja. Zack. Und dann also, gucken wir uns mal kurz an, was... Warte. Dieses Rion ist doch bei jedem gleich, oder? Nee, Ion. So, Ion. Torion. Lexion. Ah, ist das Ion dann? Und in Trion jetzt hier auch. Kann das sein, dass Klaas da so irgendwie drauf setzt oder so? Zack. Und dann gucken wir uns mal kurz an, was hier passiert. Der Messer Ferguson lädt hier gerade ab. Die Zeit können wir nochmal schnell nutzen. Hier war jetzt erstmal Hirse drauf. Und ich habe mir mal angeguckt, was man jetzt im September noch alles anpflanzen kann. Und das sehen wir hier in dem Wachstumskalender. Und das ist gar nicht so viel. Also, Saatzeitpunkt, da sehen wir Weizen, könnte man auch machen, brauchen wir aber eigentlich nicht und gibt auch kaum Geld. Gerste gibt, glaube ich, noch weniger Geld, brauchen wir aktuell auch wenig und haben wir auch noch ein bisschen was im Silo von der Mission. Da habe ich natürlich die letzten 25% dann selbst behalten, für schwere Zeiten oder eben Hühner. Dann könnte man auch Gras und Ölrettich machen oder eben Raps und ich glaube Raps ist das Beste. Das glaube ich auch. Das nimmt zwar verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch, weil ihr seht, im September können wir jetzt hier aussäen. Und dann werden wir vermutlich so Anfang, Ende August ernten können. Das heißt, das Feld ist fast ein Jahr nur... Raps drillen, während du es erntest? Weil wenn man da oben mal sieht, so, also da so, da ist ja Raps. Du kannst hier diesen Monat, also im August, kannst du Raps ernten und drillen.
Auch mal interessant. Nur für Raps bestimmt. Aber, so viel ich weiß, das sehen wir hier in den Produktionen. Und wollen wir hier unsere, hier genau, unsere Ölmühle. So viel ich weiß, kann man hier Raps zu Öl verarbeiten. Und auch das soll gutes Geld bringen. Und ich kann ja nicht Stopp machen bei dem Zuckerplan. Ich brauche ja auch irgendwas für danach. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich nach der Zuckerfabrik dann eine Ölmühle bauen möchte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein ganz guter Plan ist, dass man damit dann noch ein bisschen mehr Geld verdienen wird. Das ist also so meine Idee gewesen. Und aus Raps wird in der Realität ja eher Biodiesel gemacht. Erstmal Raps geben. Gibt's auch schon. Und dann haben wir natürlich auch noch die anderen Felder. Was ich hier auf der 33 und der 34 ansehe, das weiß ich noch nicht. Ich denke, ich werde hier die Felder zusammenlegen, wie angekündigt. Und dann werde ich hier über den Winter irgendwie Gras drauf machen. Der Grassilagekönig, da ist er wieder. Und dann werde ich ab dem späten Frühling Mais legen. Und auf der 71 werde ich genau das gleiche tun. Dann können wir nämlich mal ordentlich häckseln hier. So, jetzt kommt der Abfahrer zurück. Das heißt, ich übernehme das Steuer mal schnell. Dann geht das ein bisschen schneller. Oh, der fährt sich hier ein zurecht. Du ahnst es nicht. Mit 27 km/h, obwohl 52 fahren könnte. Holen wir die restliche Hirse, die 300 Liter, oder was das da ist, nochmal schnell ab. Und dann sind wir auch schon ready für die nächsten Schritte. Müssen wir den gleich erstmal sauber machen. So. Na. Muss ich noch ein bisschen. So. Korrigieren hier. Gut. Den können wir zuklappen. Sobald das Rohr eingefahren ist. So. Ich habe übrigens schon einen neuen Drescher hier für unsere XXL-Farm im Blick. Aber bevor große Proteste wieder in den Kommentaren aufkommen. Ich weiß. Beruhigen sich, meine Damen und Herren. Beruhigen sich. Nehmen Sie Ihre Tabletten. Es sind erst 14 Folgen rum. Ja, kein Bluthochdruck bekommen. Kein Puls. Ich weiß, wir haben erstmal noch andere Investitionen, die wichtiger sind. Aber auf lange Sicht ist das eine sehr gute Sache und ich glaube, viele von euch werden sich mindestens genauso freuen wie ich über die neue Investition. John Deere X9. So, den schicken wir los. Nee, das glaube ich eher nicht. Mit dem Master Ferguson fahre ich hinterher. Und dann sind wir hier auf dem Feld mit der Ernte auch erstmal fertig. Und ich glaube insgesamt auch mit der Ernte, abgesehen natürlich von den Zuckerrüben. Master Ferguson? Noch zwei Felder. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder New Holland vielleicht auch. So. Weil sowas gibt es ja auch wenig. Attacke! Ja, ich habe es eben schon gesagt. Ich habe mir natürlich auch wieder eure Kommentare durchgelesen. Und neben der Upload-Zeit, schwieriges Wort, gab es. Komisch, also heute um 1 Uhr nachts. Thema in den Kommentaren. Gab es auch einige Kommentare zu den Missionen. Denn ich habe in den letzten Folgen ja festgestellt, dass die. Ach, hier vorne sehen wir schon ein neues Deko-Element. Aber da vorne habe ich auch noch ein bisschen was gemacht und kann euch gleich auch noch ein bisschen mehr zeigen. Ich habe nämlich in der letzten Folge, glaube ich, festgestellt, dass Missionen oft gar nicht so lukrativ sind. Denn man muss neben den, also für einen Grubberauftrag zum Beispiel, erhält man dann 1500 Euro oder sowas. Und das klingt erstmal gut, aber man ist natürlich so seine Zeit beschäftigt. Und man muss auch den Verschleiß und die Reparaturkosten einberechnen. Und wenn man das tut, dann sind die Aufträge oft nicht gut. Also das ist einfach nicht wirklich lukrativ, diese Aufträge dann zu machen. Und deswegen bin ich da mittlerweile etwas zögerlich mit diesen Aufträgen und versuche eigentlich immer Silageaufträge zu machen. Dünger kann sein, dass sich das noch einigermaßen lohnt. Und Ernteaufträge lohnen sich auf jeden Fall, weil man eben einfach immer diese 25% noch übrig hat, die man dann selbst verwenden kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber also Ernteaufträge lohnen sich halt und sowas, da hatte ich ernsthafte Zweifel dran und ihr hattet auch große Zweifel dran. Habt mir allerdings einen Tipp verraten, nämlich, dass man sich für die Missionen Maschinen mietet. Also dann, wenn man jetzt zum Beispiel 5 Grubberaufträge hat oder sowas, dann macht man das nicht mit der eigenen Maschine, sondern mietet sich extra Maschinen dafür. Und dann hat man sowohl freien Kraftstoff als auch freien Verschleiß, also muss da nicht selbst für aufkommen. Und das kann sich wohl lohnen. In der Theorie. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hab's mir lohnt sich, kann ich dir sagen. Aber ich dachte mir, ich gebe den Tipp mal weiter. Denn so schlecht fand ich den ehrlich gesagt gar nicht. Ist aber natürlich mal wieder so eine richtige Frechheit. Ne? Also ist ein Cheat, ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nein. So, jetzt gucken wir mal, was das Silo sagt. Das ist alles normal. Was machst du eine Rätsel auch so? Füllstände sind.
Nee, nee, der nimmt der Lohn, das Lohnunternehmen und nimmt immer ihre eigene Maschine. Machen dann gleich. Ich überlege, ob ich schon mal. Wisst ihr was? Ich schicke schon mal, bevor ich mich jetzt darum kümmere und hier den Drescher auch noch sauber mache, schicke ich schon mal den John Deere los. Weil sonst verschenken wir jetzt Zeit. Das wollen wir nicht. Jetzt komme ich da jetzt dran. Oh, wird das nächste Highlight schon wieder. Heute geht es hier drunter und drüber. Jo. Doch, kriegen wir. Drunter und drüber. Fahre ich mal von hier dran. So, den so bisschen schief hier. Ja, läuft. So, und dann. Weg mit dir zum Feld 39, bitte. Zum Feld 39. So. Tschüssikowski. Und dann können wir eigentlich auch schon die Sämaschine hinterher schicken. Dann habe ich hier etwas Ruhe auf dem Hof. Muss ich mal gucken, ob ich... vielleicht muss ich so dann noch auftanken. Die Sämaschine noch. Das weiß ich jetzt selbst nicht. Anbauen. So. Ne, das sieht auch gut aus. Das können wir gut nehmen. Und dann soll da Raps drauf angesät werden. Okay. Dann fährt er direkt hinterher. Dann schicken wir gleich noch den... Eben noch geerntet, jetzt direkt schon wieder am... guck mal los. Und dann haben wir das Wichtigste erstmal hier verteilt an Aufgaben. Wie findet er übrigens das neue... Autodrive-Interface. Ich finde das persönlich ganz schick, muss ich sagen. Haben sie gut hinbekommen. Habe ich aber, glaube ich, auch schon in der letzten Folge festgestellt, wa? Das glaube ich auch. So. Tschüssken. Der ist da. Dann schicken wir den los. Unsere Sämaschine ist nämlich keine Direktsaatmaschine. War gerade ein bisschen irritiert, weil kurz der Motor klanglich weg war. Dachte, der Motor ist wieder ausgegangen. Aber war gar nicht so. So. Und dann kann er starten, wa? Perfekt, das sieht gut aus. Dann sollte er erstmal ein bisschen was machen. Wir hätten natürlich ja noch mulchen können, aber darauf verzichte ich jetzt mal. Denn das wird, glaube ich, ein bisschen viel und so viel mehr Ertrag gibt es dadurch ja gar nicht. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal weg. Könnte man, wie gesagt, noch machen, aber wie gesagt, das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Und wir gehen zurück auf den Hof und werden uns hier mal schnell um die Silos oder das Silo mit den einzelnen Füllständen kümmern. Wir haben jetzt bin ich gespannt. Von der Mission, die ich gemacht habe, von der Erntemission, 23.093 Liter Gerste hier noch im Silo. Das reicht ungefähr, würde ich sagen, für so ein halbes bis dreiviertel Jahr für einen Hühnerstall, komplett voll besetzt, ne, mit 360 Hühnern. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier Hirse, das sind natürlich jetzt zwei Ernten, die jetzt da insgesamt zusammengekommen sind. Und die bringen hier nochmal 144.252 Liter zusammen. Das wird allerdings noch nicht verkauft, also das werde ich irgendwann auf jeden Fall verkaufen, nur aktuell ist der Preis natürlich relativ schlecht, wir sind hier im September und im Januar ist der Preis am besten, das heißt, das werde ich erst nach der Silage dann verkaufen. Und apropos Silage, ich habe mir mittlerweile einen Punkt gesucht, an dem ich auf jeden Fall verkaufen werde. Egal was davor passiert, egal was danach passiert, wir brauchen spätestens im November das Geld und deswegen wird es auch erst im November verkauft. Ihr seht, im November steigt der Preis besonders stark und ich habe überlegt, bei 320 Euro werde ich verkaufen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis. Es geht Locken noch mehr, es geht aber auch bedeutend weniger. Ihr seht es hier. Also ich habe für irgendwas mit 400. Die aktuellen Preise schwanken so um 300 Euro. Das ist schon mehr als in den letzten Folgen, aber das ist noch nicht das Maximum. Ich glaube, 320 Euro, das ist ein ganz guter und auch ein realistischer Preis. Übrigens, da geht es auch bald richtig weiter, denn die auch unsere Ballen auf jeden Fall wert. Den ich da gemacht habe, der war eine richtig geile Idee. Also, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber die nächste Folge wird bombastisch, glaubt's mir. Und bis zur nächsten Folge werde ich im Livestream noch ein bisschen weiter pressen und wickeln und werde dann dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Grassilage haben, die wir dann verticken können. Und ich glaube, der Livestream dass wir ungefähr gestern, so 2 Millionen und das Video kam heute Grassilage dann zusammenbekommen werden.
Ich habe mir den Livestream aber leider nicht angeguckt. Das ist persönliche Prognose. Ich habe mir das nicht ausgerechnet, habe das nur so ungefähr so überschlagen. Und wenn das der Fall sein sollte und wir wirklich für 320 Euro verkaufen würden, dann bekämen wir ungefähr 600.000 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist und eine Menge. Das wäre natürlich schon echt der Hammer, ne? Also, da können wir uns locker easy erstmal unser Rüben-Equipment kaufen. Dann können wir uns hier noch die 52 für 140.000 kaufen. Und wir können uns auch noch die Zuckerfabrik kaufen. Und dann haben wir immer noch Geld übrig, womit wir dann hier unseren Hof umgestalten können, neue Maschinen kaufen können oder andere Dinge tun können. Also, das wäre schon wirklich der Hammer. Und später kämen wir auf jeden Fall noch Geld durch Zucker zustande. Und wir hätten noch unseren Hirseverkauf. Auch der würde im Winter nochmal Geld bringen. Und damit wären wir, glaube ich, finanziell wirklich sehr, sehr solide aufgestellt. Aber wollen wir den Tag nicht vorm Abend loben. Warten wir erstmal ab. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was bei der Aktion insgesamt an Umsatz erzielt werden kann. So, jetzt gleich strahlt unser Schneidwerk hier auch wieder. Und noch ein bisschen. So. Und dann können wir den einparken. Kriegt der Winterschlaf, wenn ich noch einen Auftrag machen muss. Autodrive zu. Ja, 750 Euro Lohnzahlungen. Das ist doch Wucher. Nee, ich glaube, das ist ein Helfer, ne? Oder zwei. Das ist zu viel. Ein oder zwei Helfer, ich weiß gar nicht, wie viel. Das sind wirklich Halsabschneider. So, aus den Hobel. Den brauche ich später nochmal, deswegen fahre ich den jetzt gar nicht groß unter das Dach. Ich werde nämlich auf jeden Fall noch ein paar Erntemissionen machen und werde dann mit den Erntemissionen und dem Geld, was dabei entstehen wird, nochmal die letzten Schulden zurückzahlen. Eine Idee war auch, dass ich jetzt, also ich möchte mir das Sojafeld kaufen und werde da ein bisschen zocken. Also ich werde bis zum letzten Moment warten. Ich setze alles auf eine Karte, es kann dann natürlich zu spät sein. Die ganze Ernte kann dann schon verdorrt sein oder sonst irgendwas damit passiert sein. Manchmal wird es, glaube ich, auch abgeerntet. Aber ich hoffe, ich spekuliere richtig. Und wenn ich richtig spekuliere, dann kostet mich das, wie gesagt, ein bisschen was. Und eine Idee war auch, dass ich mit dem Silageverkauf noch länger warte. Also ich weiß nicht, wann hier der beste Preis erzielt wird. Muss ich mal schnell schauen. Hier, auch im Januar. Alles im Januar. Oder im Februar ist der ähnliche Preis. Dass ich also bis dahin warte und bis dahin meine ganzen Sachen, die ich so kaufen will, erstmal mit einem Kredit finanziere. Der Kommentar kam von dem Norbert Angler. Das hat mich sehr gefreut, weil der ist schon echt lange Zuschauer auf dem Kanal. Und ich dachte schon, der schaut gar nicht mehr so aktiv zu. Ich glaube, der war auch zwischendrin mal raus. Hab das nicht so gesehen in den Kommentaren oder hab ihn das nicht so entdeckt in den Kommentaren. Aber jetzt hat er sich wieder zu Wort gemeldet. Der Plan ist nicht ganz schlecht, aber ich möchte mich jetzt nicht so in Kreditdinge verstricken. Denn ihr seht es jetzt hier schon. Übrigens. 470.000 habe ich aktuell aufgenommen, also 30.000 habe ich zurückgezahlt. Und wenn ich jetzt mit jeder Folge für jeden Kleinkram wieder einen Kredit aufnehme, dann verstricke ich mich da irgendwann. Er hat die 450.000 voll. In so einen Dauerkredit. Ja? Und dann wird es immer mehr und immer größer und immer unbezahlbarer. Deswegen machen wir lieber das, was wir hier verdienen, stecken wir dann auch in die Investitionen und dann verkaufe ich lieber ein bisschen früher und zu einem etwas schlechteren Preis, als mich da, wie gesagt, in so einem Kreditkreislauf zu befinden. Ja, da befinden wir im Moment auch noch drin. Okay, für unsere Investitionen, die wir damit getätigt haben, für unsere Zuckerrübenfelder, das fand ich mal ganz okay, das können wir machen oder wenn wir irgendwann mal einen Kuhstall brauchen oder sowas, aber ich möchte jetzt nicht einen Kredit nach dem anderen aufnehmen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ich weiß auch gar nicht, was mein Kreditlimit eigentlich aktuell ist. So. Ach, ich wollte euch noch, soll ich mal schnell noch was zeigen. Ich habe ja hier am Hof ein paar Sachen hier hingesetzt. Hier vorne habe ich hier so ein Rad oder sowas, ne? So ein, weiß gar nicht, ja, das ist so ein Rad. Und einen kleinen Kegel hat er auch noch dahin gesetzt. Und hier habe ich noch so ein kleines Beet mit so einem Wagen hingesetzt und dann gibt es hier noch so ein paar andere Deko-Elemente. Können wir mal schnell hier schauen. Sonstiges. Sowas gibt es hier noch. Oder hier, das habe ich ja schon. Oder eine Brücke. Und hier vorne habe ich auch, glaube ich, noch so eine etwas bessere Brücke hingesetzt, sodass man hier etwas besser rüberkommt. Das ist alles so ein Kleinkram aus dem Elk Mountain Ranch Pack, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So steht es hier, glaube ich, auch.
Und da sind vor allen Dingen auch noch andere Gebäude dabei. Können wir uns auch mal schnell anschauen. Was ist hier noch dabei? Tools, glaube ich, ne? Ja, genau. Da ist zum Beispiel diese, da ruckelt es einmal schnell, diese Garage dabei. Und da ist auch eine Werkstatt mit enthalten. Eigentlich würde ich dieses Gebäude sehr gerne auf dem Hof haben, weil dann hätten wir auf dem Hof auch eine eigene Werkstatt. Das wäre, glaube ich, schon echt ganz gut. Und dann haben wir hier auch noch das schicke Farmhaus. Das hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Und es gibt dann noch einen Kuhstall und so. Also das ist echt ein cooles Pack. Passt perfekt hier auf der XXL-Farm. Und ich plane das hier irgendwie einzubauen. Aber aktuell ist es, glaube ich, nicht finanziell sinnvoll. Einfach nicht drin. Aber ein bisschen was musste ich schon mal machen. Für die Optik. So, jetzt machen wir schnell hier GPS an. Dann machen wir das mit dem altbekannten Prinzip. Bin ich schon wieder hier auf 180. Oh, diese Wortspiele wieder hier. Kannst du ja wohl nicht glauben. Machen wir den noch runter. Und dann Tschüsschen. Ein bisschen habe ich jetzt wieder los hier. Ein bisschen viel, wa? Wird der Rasen hier auch noch mit. Aber gut. Naja, egal. Das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Gut. Dann haben wir doch heute wieder einiges geschafft hier an dem 2. Septembertag, von 2 Septembertagen. Das war jetzt hier der September. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, werde jetzt hier noch den Raps eben ansehen und da vorne den Helfer zu Ende rubbern lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht's richtig zur Sache. Das kann ich euch schon versprechen. Wir werden Silage verkaufen. Wir werden das Sojafeld kaufen und vielleicht dann auch ernten. Dann müssen wir auf dem Sojafeld ja auch noch die Zuckerproduktion bauen. Und ich weiß nicht, was sonst noch so alles zu tun ist, aber das wird wirklich großartig. Also freut euch auf die nächste Folge. Ich weiß noch nicht genau, wann sie erscheinen wird, weil ich davor, wie gesagt, nochmal meine Wiesen mähen möchte und dann eben auch neue Grassilage herstellen möchte. Ohne geht es nicht. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jo, same, Digga. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Und ciao.